Ja, meine Damen und Herren, es geht weiter hier auf der Mainstage vom University Future Festival 2023 in Berlin. Ich darf ein bisschen Ruhe hier im Saal bitten, dass wir jetzt uns der nächsten Keynote widmen können. Es geht ja immer wieder durch die Medien, Sie haben es bestimmt das eine oder andere Mal auch mitbekommen. Hochschulen sind ziemlich regelmäßig auch Opfer von Cyberattacken und wir fragen uns, warum eigentlich gerade Hochschulen? Wie ist es um die Cybersicherheit der Hochschulen bestellt und wo genau liegt das Problem und welche Lösungen gibt es vielleicht? Dazu hören wir jetzt Hans Pongratz. Er ist technischer Geschäftsführer der Stiftung für Hochschulzulassung und Professor für komplexe IT-Systeme und digitale Infrastrukturen am Zentrum für Hochschulbildung der TU Dortmund. Und, das habe ich mir sagen lassen, Community-Mitglied des Hochschulforums Digitalisierung seit der ersten Stunde, sozusagen der älteste Freund des Hochschulforums Digitalisierung. Insofern freuen wir uns sehr, dass er da ist. Herzlich willkommen, Hans Pongratz. Danke, herzliches Grüß Gott in die Runde. 20 Minuten. Für ein Riesenthema, was uns seitdem es eigentlich die IT gibt, beschäftigt. Also im Endeffekt, ich mache jetzt so einen schnellen Ausblick auf der einen Seite, was ist eigentlich die Problemstellung und auf der anderen Seite natürlich, was können wir, was können Sie, was kann vielleicht auch jede Hochschule tun und dann, wie wir uns vielleicht auch austauschen können mit der Brücke zum Hochschulforum Digitalisierung. Ich muss mich hier bei der Technik noch ein bisschen entschuldigen. Ich habe die wirklich jetzt angespornt, nachdem ich die Folien erst vor 10 Minuten geschickt habe und dann hierher gelaufen bin. Eigentlich hätte man sie ja vor einer Woche liefern sollen. Also daher ein herzliches Dankeschön an Sebastian Horndasch und das ganze Team. Ich weiß, wie anstrengend ist es, sowas zu organisieren, aber es ging sich bei mir nicht anders aus. Ich hatte da jetzt ganz eben auch die Versuche, ganz aktuelle Themen noch einzupflegen und der eine oder die andere liest ja auch Zeitung und weiß ja dann, dass momentan Hackerangriffe in aller Munde sind. Zum Beispiel jetzt oben links, der Hamburger Datenschützer warnt eben davor, dass es immer mehr Hacks momentan dieses Jahr schon gibt, nicht nur an Hochschulen, sondern eben auch bei Unternehmungen. Wobei bei Unternehmungen kriegt man sie oft ja gar nicht so mit. Auf der anderen Seite wurden auch Dienstleister für andere, sage ich mal, Unternehmungen in Deutschland gehackt, wie jetzt eben zum Beispiel der IT-Dienstleister der gesetzlichen Krankenkassen. Aber auch natürlich sind die Hochschulen in der Attacke. Und Hochschulen, da gab es ja letztes Mal auch vom Land Nordrhein-Westfalen die Pressemitteilung, dass eben alle Hochschulen in den letzten Jahren angegriffen wurden, teilweise auch sehr erfolgreich angegriffen wurden. Und auf der anderen Seite eben ja auch den Versuch, mal eine Grundlagenaufnahme zu machen. Unten rechts der Artikel Hacker deckt Sicherheitslücken an Hochschulen auf, wo einfach mal so, ja, sage ich mal, verschiedene Schwachstellen getestet wurden und durchaus leider bei 15 von 73, so muss es richtig, deutschen Hochschulen dann auch wirklich Einfallstore offen waren. Und was sagt das BSI dazu? Das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik bestätigt leider diesen Trend, also das war jetzt die Auswertung für letztes Jahr, dass eben im Bereich der Wirtschaft und bei Staat und Verwaltung Ransomware-Angriffe und eben auch der Versuch, darüber Geld zu erpressen, wirklich gerade die Top-Themen sind. Im privaten Bereich, das ist vielleicht für Sie auch ganz interessant, da geht es dann eher um zum Beispiel Fake-Shops, Identitätsdiebstahl oder auch Sextortion. Das heißt eben, dass vielleicht Ihre Bilder, die Sie Ihrem oder dem jeweiligen Liebsten dann geschickt haben, dann doch auch gegen Sie verwendet werden könnten, was vor allem bei Jugendlichen gerade ein großer, ja eigentlich eine Gefahr ist, wo eben auch der Versuch ist und das ist heute auch der Versuch dieses Vortrags, ein bisschen Awareness bei Ihnen zu wecken, also die Sensibilisierung voranzutreiben. Das Ganze ist nicht neu, das ist jetzt eine Schlagzeile von 2020 im Mai, wo zum Beispiel schon die High Performance Computing Center der deutschen Forschungseinrichtungen betroffen waren. Nicht nur in Deutschland, auch im Ausland, aber zum Beispiel Jülich oder das Leibniz Rechenzentrum, da waren dann Zugriffe für die Supercomputer geleakt worden, also praktisch im Netz verfügbar, wurden dann auch ausgenutzt. Hier nicht um Daten zu verschlüsseln und Sachen zu erpressen, sondern zum Beispiel um Crypto-Mining zu betreiben. Weil man ja auch immer überlegt, was sind die Angriffsvektoren und da war es einfach so, dass man schnelle Rechenkapazität, gute Internetanbindung ausgenutzt hat, um eben dann Crypto-Mining durchzuführen. Ransomware in der Nutshell, wo kommen wir her? Eigentlich ganz spannend, Ransomware an sich ist ein Kunstwort, eben aus der einen Seite Ransom, also der Erpressung des Lösegeld und auf der anderen Seite Ware für Software und da ist einfach die Idee, dass ich versuche, mit einem Programm die Nutzung von IT-Ressourcen zu verhindern.
und dafür dann zum Entsperren Lösegeld zu erpressen. Das können Daten sein, das kann aber auch der Zugriff auf mein Telefon allgemein sein, auf meinen Computer, auf gewisse andere eben IT-Komponenten. Der erste bekannte Fall war im Jahr 1989 und der sogenannte AIDS-Trojaner, der wurde dann damals per Post, und das zeigt das Bild eben da, das ist der Briefumschlag, die Anleitung und auch eine 5¼-Zoll-Diskette, also die Jüngeren hier anwesend kennen gar nicht mehr, was das ist, so ein USB-Stick vor 30 Jahren, wo ganz wenig draufgepasst hat, aber es war damals durchaus normal, dass man Werbung und Programme einfach mal verschickt und mit der Post erhalten hat. Und die hat man dann in den Computer reingesteckt, ähnlich wie heute meinetwegen USB-Stick, und hat dann das Programm ausgeführt. Und das Perfide hier war, dass sich die Software erstmal eingenistet hat und erst nach 90 Systemstarts aktiv wurde. Das heißt, nach 90 Mal den Rechner neu starten, kam dann plötzlich praktisch eine Meldung, dass Ihre Daten verschlüsselt sind. Damals waren es nur die Dateinamen, das heißt, die eigentlichen Dateninhalte waren noch alle da, aber die Dateinamen waren verschlüsselt und man sollte dann eben per Scheck $190, glaube ich, waren es, zahlen. Und im Endeffekt wurden 20.000 Disketten verschickt, auch an Forschungsinstitute. Und es kamen dann immerhin eben 1.000 Betroffene heraus, laut FBI-Recherchen. Und leider sind auch Daten wirklich verloren gegangen von einer Organisation in Italien, die sich mit der AIDS-Forschung damals beschäftigt hat, weil die waren panisch und haben sofort den Rechner neu aufgesetzt, wo eben diese Datenbank drauf war. Und dieser Virus oder diese Malware und der Trojaner. Und damit ging eben Forschungsergebnis von angeblich bis zu 10 Jahren verloren. Das heißt, auch hier die Botschaft schon mal, wenn Ihnen sowas passiert, nicht nur panisch handeln, holen Sie sich Hilfe, fragen Sie und versuchen Sie eben da dann mit den jeweiligen, sage ich mal, Rahmenbedingungen umzugehen. Damals spannend, die Verbreitung war natürlich sehr langsam. Der Postweg, eine Woche, 2 Wochen, der Scheck zurück und so weiter, ist natürlich jetzt einiges viel schneller geworden. Nichtsdestotrotz, es gibt auch heute noch das Bedrohungsszenario des USB-Sticks. Also wenn Sie irgendwann einen USB-Stick finden, überlegen Sie sich vielleicht 2 oder 3 Mal, ob Sie ihn bei sich in den Rechner stecken. Und jetzt auch vom FBI gerade lanciert, wobei noch keine echten Attacken damit bekannt sind, auch Ihr Ladestecker könnte Ihr Handy kompromittieren. Das heißt, wenn Sie in eine öffentliche Ladebuchse gehen, wo Sie USB aufladen können, auch da überlegen, ob Sie die wirklich nutzen sollten oder eben Ihr eigenes USB-Kabel mitbringen, da sind Sie dann abgesicherter. Wie geht jetzt so ein Ransomware-Angriff vor sich? Ich hatte das BSI eine schöne Übersichtsgrafik erstellt. Im Endeffekt, ich habe irgendwie ein Einfallstor, in der konkreten Grafik zum Beispiel eine E-Mail, da ist ein Attachment dran, das öffne ich, kann eine PDF-Datei sein, kann aber auch eine HTML-Datei, eine Webseite sein, und diese infiziert dann meinen Rechner oder mein Handy oder eben mein Endgerät, Tablet, das kann alles sein. Und dann breitet sich diese Software lateral, also auf der horizontalen Ebene, im Netzwerk aus. Das heißt, es kann bei Ihnen daheim sein, verschiedene Rechner, es kann in Ihrem Unternehmen sein, kann in Ihrer Hochschule sein. Und die Angreifer versuchen, sich dann einzunisten. Das heißt, sie versuchen, zentrale Punkte zu übernehmen, andere Rechner, ihren sogenannten AD-Server, also ihr Verzeichnisdienst zum Beispiel, um weitere Kennung zu erreichen. Und dann fängt das System langsam auch zu schauen an, dieser Angriffsbereich, wo sind auch Ihre Backups. Und es wird versucht, zum Beispiel auch Ihre Backups zu kompromittieren, zu verschlüsseln, zu löschen. Und dann kann eben auch eine Kommunikation immer wieder mit einem externen Server stattfinden, der Software, die bei Ihnen sich eingenistet hat, neue Aufträge gibt. Schau mal nach links, schau mal nach rechts, schau mal und so weiter. Schau nach gewissen Bildern vielleicht. Wir hatten es ja vorhin mit dem Sextortion, kommt ja auch nicht von ungefähr. Also gibt es irgendwelche Sachen, die dann weitergeschickt werden sollen. Und dann wird eben versucht, entweder zu verschlüsseln und oder die Daten auch abzuziehen. Gab es auch große Fälle bei Unternehmen, wo dann wirklich auch das Unternehmen erpresst wird, dass die Daten sonst veröffentlicht werden. Und wenn es um Firmengeheimnisse geht oder personenbezogene Daten bei uns im Hochschulumfeld, ist das natürlich sehr unangenehm. Je nachdem, wie der Angreifer oder die Angreiferin agieren, gibt es dann ein Zahlportal, wo sie ihm dann Lösegeld zahlen sollen in Kryptowährungen oder was auch immer. Jetzt natürlich die Frage, warum sind Hochschulen im Fokus? Auf der einen Sicht natürlich, Hochschulen haben im Vergleich zu, sagen wir mal, Privatpersonen eine sehr gute Ausstattung. Je nach Hochschule, Sie können selber beurteilen, ist es mal schneller, mal langsamer, aber an sich haben Sie ein sehr breites Angebot an verschiedenen Rechnern. Sie haben normalerweise eine sehr gute Internetanbindung, Sie haben viel Speicherplatz, der eben auch normalerweise nicht wirklich überwacht wird, und Sie haben vielleicht sogar High-Performance-Computer im Hintergrund. Oft gibt es gewachsene Strukturen, historisch gewachsen, wie man es so schön nennt, also einfach eine gewisse Dezentralität, eine gewisse Unübersichtlichkeit. Sie wissen gar nicht, was der eine Doktorand vielleicht bei Ihnen noch unterm Schreibtisch mit dem Rechner gemacht hat oder die eine wissenschaftliche Mitarbeiterin am Wochenende noch machen sollte. Und daher haben Sie auch oft viele Altsysteme. Allein wenn Sie jetzt bei Ihnen auch in Ihren Bereichen schauen, gibt es hoffentlich nicht mehr, aber wahrscheinlich doch vielleicht noch Windows 7-Anwendungen. Oder auch ein Kryptotorianer kann sich auch in einer Frankiermaschine verstecken. Den Fall hatten wir früher in der Tür München zum Beispiel mal. Oder in einer Chipkartenvalidierungsstation, wo einfach ein Embedded-Windows-System installiert ist, was dann nicht patchbar war.
Oft gibt es in den Organisationen wenig Sicherheitsmaßnahmen und eher sicherheitskritische Punkte, wie Bring Your Own Device, also in Hochschulen ganz normal, Sie dürfen Ihren eigenen Rechner mitbringen. Was natürlich aus IT-Sicherheitsgesichtspunkten Katastrophe ist, weil Sie nicht wissen, welche Update-Level hat es, wie sind regelmäßig Sicherheits-Updates installiert, wer kümmert sich, wie gut ist das Passwort und so weiter. Sie haben normalerweise keine Mehrfaktor-Authentifizierung, MFA, das heißt eben, dass Sie normalerweise nur Ihre Kennung und Ihr Passwort haben und eben nicht zum Beispiel noch ein Token, den Sie eingeben müssen von dem USB-Lesegerät oder eben auf Ihrem Handy einen zweiten Faktor. Sie haben normalerweise auch keine Inhaltsfilterung, wo dann wirklich geschaut wird, was gehen da eigentlich für Daten hin und her. Bei Unternehmen ist es ganz normal, dass beim E-Mail-Server, beim Outgoing geschaut wird, steht da irgendwie Confidential in der E-Mail drin oder in dem Anhang und dann wird die E-Mail nicht verschickt. In Hochschulen ein No-Go, weil man sagt, wir haben Informationsfreiheit. Sie haben wenig Transparenz zur Nutzung und das ist auch ein Punkt, den wir viel diskutieren bei CIOs. In der Industrie fällt eine Missnutzung zum Beispiel hin und wieder auf, weil Sie sehr hohen Internetverkehr plötzlich haben. Sehr hohe Übertragungsraten brauchen, sehr viel Speicherplatz belegen, wo dann die Fachabteilung gar nicht weiß, warum. Im Hochschulbereich tut es keinem weh, weil wir die Kosten normal nicht umlegen, aber das sind so Punkte, worüber man vielleicht eben auch ein Monitoring schaffen könnte. Und Sie haben eben dezentrale Zuständigkeiten und eine offene Kultur des Zugangs. Also wenn Sie jetzt überlegen in der Organisationseinrichtung, wo haben Sie vielleicht noch bei Ihrer ehemaligen Hochschule Zugänge, wo haben von Ihnen ehemalige Mitarbeitende Zugänge und macht es Sinn und mit welchen, sage ich mal, Zugangslevels sind denn ausgestattet und welches Rechtsverhältnis haben Sie noch zu Ihnen? Bei den Angreifern ist es auch spannend, seit 1989, das war der erste Ransomware-Fall, Trojaner gab es schon früher und Viren, aber auch da haben sich echte Geschäftsmodelle entwickelt. Also im sogenannten Darknet, wo sich so Hacker oder böse Personen zusammenfinden, in Klammern nicht nur böse, aber eben denen wird es untergestellt, gibt es dann wirklich Arbeitsteilung und eine Spezialisierung. Das heißt, die eine Person findet den Zugang raus und die andere installiert dann da die böse Software zum Beispiel oder die nächste kümmert sich dann um eben den Erpressungsfall. Und das heißt auch, Sie haben vielleicht mitbekommen in den sogenannten Phishing-Mails, die eben Ihnen gratulieren, weil Sie $1 Million gewonnen haben, die gibt es schon relativ lang oder ein offener Erbfall ist, die werden aber auch immer besser. Die werden sprachlich immer besser, passt zum vorigen Vortrag mit ChatGPT und so weiter, also das macht jetzt auch der Computer automatisiert, aber auch gibt es neue Varianten, zum Beispiel des sogenannten CEO-Frauds, wo der vermeintliche Vorgesetzte Sie kontaktiert und sagt, überweisen Sie mal schnell da und da das Geld aus den und Gründen, aber sagen Sie keinem etwas dazu. Und auch da gibt es immer wieder Personen, die da leider positiv darauf reagieren und diese Angriffe dann wirklich auch durchführen und denken, sie handeln im Namen des Unternehmens. Wenn man jetzt KI weiterdenkt, die Sprache kann schon synthetisiert werden. Also wissen Sie dann überhaupt noch, wer am anderen Ende vom Telefon ist? Und bei Videokonferenzen haben wir ja auch schon viele Bots gesehen, wo dann praktisch auch Ihr Gesicht oder Ihr Verhalten nachempfunden werden kann. Das heißt, Sie müssten bitte in Zukunft immer ein gesundes Misstrauen mitbringen. Wann ist das wirklich ein Fall, den ich ausführen sollte und wann ist es dann eben vielleicht ein Betrugsversuch? Und auch aus alter Tätigkeit CEO der TU München, wir hatten leider wirklich an einem Lehrstuhl den Fall, wo ein wissenschaftlicher Mitarbeiter dann dachte, er handelt im Auftrag des Chefs und hat Amazon-Gutscheine gekauft, niederschwelligen Hunderter Wert, aber es waren dann insgesamt doch einige tausend Euro und die eben dem zur Verfügung gestellt hat, weil er dachte, es sollen irgendwelche Gratifikationen für was auch immer sein. Und da ist eben der Punkt wirklich, wie gehe ich damit um und welche auch Maßnahmen kann ich ergreifen? Das war jetzt die falsche Richtung. Schauen wir nochmal. So, Mager. Wichtig ist hier, wenn man es jetzt wissenschaftlich betrachtet, dass Sie eigentlich eine Bestandsaufnahme und Risikoanalyse durchführen. Ich möchte jetzt gar nicht im Detail eingehen, die Folien kriegen Sie alle, ich springe gleich drüber, aber einfach mal, dass Sie überlegen, welche schützenswerten Daten haben Sie denn in Ihrem Umfeld. Und das fängt ganz unten an beim IT-System, aber geht natürlich weiter auch, sage ich mal, auf Bewerberinformationen, also praktisch Personen, die sich um eine Stelle bei Ihnen bewerben. Haben Sie die dann auch aufgehoben oder nicht? Was ist mit ehemaligen Zugängen? Was lagern Sie für Daten an Ihren Fakultäten und Lehrstühlen oder auch eben in der Verwaltung? Und wie oft löschen Sie diese und wie oft schauen Sie eben auch, ob diese überhaupt noch notwendig sind und wer darauf Zugriff hat. Zum Beispiel ist es oft so, der Administrator, die Administratorin verlässt die Organisation, welche Kennwörter kennt die noch oder der ehemalige Mitarbeiter, die Mitarbeiterin. Eigentlich müssen alle Kennwörter geändert werden, wenn diese Person die Organisation verlässt und das sollte auch dokumentiert werden. Einige nickende Gesichter, aber ich habe es noch nicht bei allen gesehen, also nehmen Sie es einfach mal mit und schauen Sie mal, was Sie in den nächsten Wochen so tun können. Generell wichtig der Thematik, es ist aus meiner Sicht eine klare Leitungsaufgabe.
Sie können sich delegieren, natürlich können Sie Zuständigkeiten finden und definieren müssen Sie auch. Sie können nicht alles selber tun, aber Sie müssen es in den Gesamtkontext einer Hochschule einbetten. Das ist aus meiner Sicht ganz klar erfolgskritisch. Und es war ja bloß ein Angriffsvektor Ransomware, den ich gerade beschrieben hatte. Es gibt noch 1000 andere. Und wenn Sie zurück an die vielleicht Studi-Partys denken oder andere Veranstaltungen, Sie kommen fast überall rein, wenn Sie sich ein Bündel Kabel über die Schulter legen, Blaumann anziehen und noch irgendeinen Kanister dabei haben und möge wichtig tun. Und das tun natürlich auch viele, sage ich mal, Angreiferinnen und Angreifer, die versuchen, Druck aufzubauen. Also im Sinne von, handeln Sie jetzt, sonst und Panik und was auch immer. Und da bitte eben auch immer ein gesundes Misstrauen entwickeln und eher mal nachfragen, was machen Sie hier überhaupt am Gang? Warum tun Sie dieses? Sollten Sie überhaupt Zugriff haben? Und so weiter. Jetzt hier einfach nur eine Übersichtsgrafik, dass es eben von der Hochschulstrategie über die IT-Strategie zur IT-Architektur geht und dann eben auch angewendet werden muss in den verschiedenen Ebenen der Systeme. Rückblick, TU München, wir haben damals eben, und da kam es eben dann auch raus, dieser Missbrauchsfall mit diesem Gutschein bei Amazon, ein Meldewesen eingeführt. Das sind so Punkte, wo Sie als Organisation eben schauen können, wie gehe ich damit um und wie bekomme ich überhaupt mit, dass etwas stattfindet und kann ich dann eben auch die anderen Beschäftigten warnen und kann ich vielleicht eben auch bei der Vorfallsaufklärung, sage ich mal, unterstützen. Also eben zum Beispiel, dass der Verlust von elektronischen Geräten gemeldet werden muss. Dann auch, dass es zum Beispiel eben, wenn es Einbrüche gibt bei Systemen, diese gemeldet werden müssen. Es heißt immer nicht, dass Sie dann auch Repressalien gegenüber den Mitarbeitern oder Studierenden durchführen müssen. Aber wichtig ist aus meiner Sicht, dass Sie es zumindest mitbekommen. Alles andere ist dann wirklich Einzelfallentscheidung, wo Sie einfach gucken müssen, wie gehen Sie damit um. Aber dass Sie zumindest erfahren, auch wenn E-Mail-Accounts gehackt wurden. Weil oft werden gehackte E-Mail-Accounts dann wiederum verwendet, um bei anderen Stellen einbrechen zu können. Also wenn ich jetzt zum Beispiel dem Oliver Janoschka, ich weiß gar nicht, wo steht er, eine E-Mail schicke, dann glaubt er einfach, die ist von mir. Wenn ich ihm jetzt reinschreibe, hey, mein Ausweis wurde gestohlen, ich brauche mal 50 Euro von dir, es könnte sein, dass er es mir dann auch schickt. Und vielleicht habe ich diese Mail selber ja gar nicht geschickt, sondern jemand, der mein Passwort von meinem E-Mail-Account geklaut hat. Und ich glaube, da muss man einfach auch gewisse Skepsis entwickeln, aber eben eine gesunde und vielleicht dann schauen, ob man über einen zweiten Kanal nachfragt. Und der eine oder andere hat ja auch schon mit WhatsApp so komische Nachrichten bekommen. Schick mal den Sicherheitscode zurück oder mein Schwiegervater auch, wo jemand sich ausgegeben hätte als sein Sohn und dann auch gesagt hat, schick mir mal schnell das Geld. Und dann war bloß der Sprachstil etwas komisch, dann ist es aufgefallen. Aber das gibt es auf allen Kanälen und wird auch immer wieder verwendet. Wichtig eben dann nicht nur die Einführung eines zentralen Meldewesens, sondern dass Sie eben auch unterstützende Prozesse brauchen, wie immer, auch beim E-Learning, bei allen anderen Themen. Sie brauchen zentrale Hilfestellung, die kostet Ressourcen, Sie müssen regelmäßige Informationskanäle sicherstellen, Sie brauchen auch eben Dreh- und Angelpunkte, wir haben damals eben eine Referentin dafür extra geschaffen, eine neue Position und Sie verbrauchen aus meiner Sicht das Wichtigste, flankierende Informationskampagnen. Es hilft nichts, dass Sie zentral irgendwas schaffen, sondern Sie müssen es auch wirklich in die Breite tragen. Und das ist nicht eine Einmalaktion, sondern etwas, was Sie kontinuierlich immer wieder durchführen müssen. Und Sie sehen da diese Wörterwolke, die hatten wir damals eben für so einen Wettbewerb geschaffen und eben auch, dass wir so eine Kampagne wirklich durchführen konnten. Wir hatten halt auch einen Wettbewerb unter den Studierenden und das sind so einige Best-of-Impressionen von der Jute-Tasche, die man auf der rechten Seite sieht, ein Schreibblock in der Mitte, den man einfach an die Erstsemester verteilt hat mit gewissen Infos dann zum WLAN-Zugang, wie das sicher ist. Gewisse Flyer, die in der Mensa lagen, Rechner gehackt, Student wird zu Computerkurs verknackt. Unten sieht man dann noch so ein Passwort-Erstellungstabelle, wo dann eben auch festgelegt oder erklärt wurde, wie kann man sichere Passwörter erstellen und die Sie sich auch merken. Und wenn Sie eben da dann diese kleine Tabelle haben, dann können nur Sie rausfinden, welches es war, aber Sie können eben ein sehr komplexes Passwort festlegen. Und rechts, das kam natürlich super gut an und passt jetzt wieder zum USB-Punkt mit den Handys. Wie schützt du dein bestes Stück einfach, was natürlich dann auch nicht bei allen gern gesehen wurde, so ein Kondombild. Aber im Endeffekt, es kam sehr gut an und die Studis haben es wirklich aufgegriffen. Aber es auch, das sind einmalige Maßnahmen, die ich dann jedes Jahr, jedes Semester wiederholen muss und wieder schauen muss, wie kann ich da eben das Wissen verbreitern. Es gibt natürlich nicht nur an der TU München etwas, sondern auch damals, das war schon 2009, hat man auf europäischer Ebene ein eigenes Netzwerk dazu und die sogenannte European Network on Information Security Agency von der ENISA eben, da ging es um die Awareness Raising Community und da haben wir einfach damals verschiedene Maßnahmen besprochen, die eigentlich ganz naheliegend sind, aber im Tagtäglichen dann doch wieder nicht. Also zum Beispiel eben habe ich einen Drucker zentral stehen und wer kann da was ausdrucken, wer kann was sehen, wer kann vielleicht auch aus dem Unternehmen was wegscannen und schicken. Wenn ich mir einen Kaffee trinken gehe, auch hier ist der Rechner gelockt oder nicht und einzig, er sollte einfach gesperrt sein. Wenn ich das Handy rumliegen lasse, ist es gesperrt oder nicht, wie gehe ich damit um? Wenn ich in einem Aufzug bin, im ICE sitze,
am Bahnsteig telefoniere ich dann über sensible Sachen, nenne ich Mitarbeiternamen, Kolleginnennamen oder nicht. Das sind alles eigentlich No-Brainer, müsste man sagen. Eigentlich soll es jeder machen, aber wenn ich da im Zug sitze, ich lerne jedes Mal wieder Lebensläufe kennen von verschiedenen Personen, die ich eigentlich gar nicht zwingend wissen wollte. Oder wenn es dann auch um personalrechtliche Dinge geht, ist es ein bisschen schwierig. Und natürlich auch dieses Shoulder-Surfing, wie es heißt im rechten Bild, einfach am Rechner. Überlegen Sie sich, wer kann Ihnen über die Schultern schauen. Spannend natürlich auch, wenn Sie am Handy kein Passcode haben, sondern diese Muster zum Ziehen. Wenn da jemand gegenüber sitzt, hat er einmal zugeschaut und kennt dieses Muster. Also nur da halt immer die Überlegung, wie sicher wollen Sie Ihre Devices halt wirklich gestalten. Was können Sie tun? Aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig. Ich hoffe in diesen 20 Minuten, dass ich jetzt ein bisschen für das Thema begeistern kann. Es macht Spaß. Nein, es ist ja wirklich so ein bisschen, man denkt so ein bisschen, wie kann ich vorbeidenken? Also von wegen, wenn da eine Tür ist und noch eine zweite und da steht ein Notausgang, kann ich vielleicht beim Notausgang auch ins Gebäude gehen. Einfach so ein bisschen querdenken, das ist damals positiv besetzt gewesen, jetzt schlechter Begriff, aber einfach über den Tellerrand hinausdenken, sage ich mal. Und Sie müssen sich damit beschäftigen, aus meiner Sicht. Also im Straßenverkehr brauchen Sie einen Führerschein, Internet brauchen Sie momentan nichts, aber Sie sollten grob die Zusammenhänge kennen. Das ist sehr komplex geworden, es ist viel, es ist schnelllebig, aber ich glaube, so ein paar Sachen kann man da ganz einfach lernen und dann sich eben damit auseinandersetzen und auch gegenseitig austauschen. Es ist ein kontinuierlicher Prozess, er kostet Aufwand, Sensibilisierung ist erforderlich und ich brauche auch oder ich habe laufende Kosten, muss ich mir immer bewusst machen, auch als Hochschulleitung. Ich muss Zuständigkeiten und auch die Nutzung von Referenzmodellen klären. Also es gibt Informationssicherheitsmanagementsysteme, ISO 27100 Zertifizierung und so weiter, aber ich muss einfach mal irgendwo anfangen. Ich muss nicht gleich das höchste Level vielleicht erreichen, aber einfach mal den Weg beginnen und einen Schritt nach dem anderen tun. Ich sollte konkrete Fälle durchspielen und auch mal ausprobieren, ob es dann klappt. Also im Endeffekt sowas Business Continuity und Disaster Recovery Planning, also von wegen funktionieren die Backups? Sind die Backups auch schreibgeschützt? Weil wenn ein Angreifer da ist und auch auf die Backups zugreifen kann und die kompromittiert, helfen mir halt die Backups nichts. Also habe ich vielleicht sogar ein Backup auf einer separaten Platte, welche nicht am Internet hängt. Wie lange dauert das Einspielen des Backups? Also da gab es auch Forschungsinstitute, die 2 Monate offline waren, weil sie 2 Backups hatten, aber inkrementelle. Das heißt, es wurde immer nur die Änderung gesichert und da musste ich einfach ganz unten anfangen und mich eben die Monate durchspielen, bis ich dann alle Daten wieder im System hatte. Also es ist platzsparender, ja, aber hin und wieder sollte ich doch vollständig Backups machen, weil ab denen kann ich dann einfach wesentlich schneller wieder weiterarbeiten. Auch der Hinweis an Sie, probieren Sie es halt einfach mal aus mit Ihren Admins. Also sprechen Sie und gehen Sie konkrete Vorschläge oder beziehungsweise Vorfälle durch. Und da ist ein tolles Beispiel, was mir von der Hanna weitergeschickt wurde, hier aus vom Hochschulforum Digitalisierung aus den Niederlanden. Die haben eine Krisenübung durchgeführt für Bildung und Forschung in den Niederlanden mit 2000 Teilnehmenden. Link ist in den Folien. Die haben auch ein Handbuch dazu erstellt. Und da wäre auch die Frage, ob man sich da nicht auch im HFD ein bisschen dazu austauschen möchte und eben auch schaut, ob man in dem Bereich sich echt verbessern kann. Im Fall der Fälle oder bei Verdacht, mein Tipp, externe Hilfe holen. Es gibt zum Beispiel vom BSI digitale Ersthelferinnen und Ersthelfer, gibt es eine Webseite. Wenn Sie Expertin, Experte sind, können Sie sich dort auch registrieren und anderen helfen. Also die Idee ist wirklich, dass man da niederschwellig ein kleines Verzeichnis hat, wo man nachschaut, wie kann man denn weitermachen und wie komme ich denn weiter. Neue Trends in der Forschung, vorletzte Folie. Cyberresilienz und Zero-Trust-Infrastrukturen sind der neue heiße Scheiß, wie es so schön heißt. Tolle Ideen, wir werden leider noch viele Jahre brauchen, bis wir sie haben. Also die Idee ist einfach, dadurch, dass wir jetzt eine sehr hohe Integration der Systeme haben, also ihre Kennung sperrt bei ganz vielen Bereichen, dass wir da wieder einen Schritt vielleicht zurück brauchen oder gewisse, sage ich mal, Abschottungen, Stadtmauern, die wir hochziehen, um eben den Schaden geringer zu halten. Aber immer mit einem sinnvollen Augenmaß. Und diese Resilienz ist wichtig, wir haben sie in anderen Bereichen ja auch. Früher gab es Burnout, dann Resilienz, jetzt machen wir es im IT-Bereich ähnlich. Aber wir müssen uns einfach damit auseinandersetzen. Es ist ein weiter Weg, aber aus meiner Sicht der richtige Weg. Und letzte Folie, Zusammenarbeit und Vernetzung sind aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig. Daher heute auch toll, dass Sie sowohl virtuell als auch analog hier da sind. Ich schätze es sehr, auch den Austausch dazu. Es gibt verschiedene Informationsquellen, es gibt verschiedene Netzwerke, aber es ist eben auch die Frage, und da überfahre ich jetzt den Oliver Janoschke so ein bisschen, was ist die Rolle vom Hochschulforum Digitalisierung? Sollten wir uns auch mehr auf IT-Sicherheit irgendwie fokussieren, einen eigenen Arbeitskreis dazu machen? Im Vorfeld, ich hatte ihn mal gestern Abend kurz darauf angehauen, er meinte, wenn sich so um die 10 bis 20 Personen melden, die Lust auf sowas haben, dann machen wir vielleicht was, wenn es nur einstellig ist, dann nicht. Also daher gerne eine E-Mail an mich schicken und dann schauen wir im Nachgang, ob wir vielleicht da auch nochmal einen Themenschwerpunkt setzen können. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und ich freue mich auf Ihre Fragen.
Genau, Fragen ist das Stichwort. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit, ein paar Fragen zu beantworten. Und vielleicht ganz spannend, du hattest das gesunde Misstrauen ja gefordert. Das findet hier auch statt. Es wurde diskutiert. Ist das wirklich Hans Pongratz, der da jetzt vorträgt? Das ist ja das Spannende. Da danke ich meinen Eltern und den Vorfahren. In Bayern gibt es ja, dass man auf Johann getauft sein kann und der Rufname ist Hans. Und das ist in NRW und in anderen Teilen der Bundesrepublik gar nicht so einfach, weil ich unterschreibe mit Hans, aber im Ausweis steht halt Johann Christian Anton und eben nicht Hans. Und dann ist es gar nicht so leicht. Also da heißt die Frage durchaus berechtigt. Und mein Vater heißt genauso und ich bin der Generation, ich glaube der 6. oder 7., der so heißt. Also der erste Geborene, der dann Johann getauft und Hans dann Rufnamen hat. Also das daher, ist spannend, alles aber ich glaube, die Frage geht in eine andere Richtung. Also ist er wirklich hier aber, anwesend? Aber auch das weiß man nicht. Aber das sieht man immer analog und digital. Das ist ich könnte also, mich ihm mal nähern. Und wir können uns mal an. Genau. Ah, er ist es. Er ist kohlenstofflich. Kein Avatar. Genau. So, wir wollen aber nicht die Zeit mit Späßen verplempern, sondern es gibt ja tatsächlich hier Fragen und Anmerkungen. Es wären im Bereich IT-Sicherheit, Datenschutz mehr OER und kostenfreie Selbstlernmodule wünschenswert. Kleiner Wink an die IT-Services zu dem, was sie so für ihre Mitarbeitenden verfassen und produzieren. Kann ich nur unterschreiben. Also wir hatten ja gestern auch kurzzeitig mit Jörn kurz ausgetauscht. Ich glaube, OER und Wikipedia und so weiter könnten jetzt einen zweiten Frühling erhalten. Und zwar dadurch, dass wir diese ChatGPT-Modelle haben, die Sprachmodelle, und dafür ganz, ganz viel Wissen brauchen. Und wenn wir schaffen würden, dass wir eben unser Wissen da zur Verfügung stellen, welches auch eine gewisse Qualitätssicherung hat, dann, egal ob es zur IT-Sicherheit ist, zu Awareness, zu Cyber, zu whatever, dann können wir das da wirklich auch einpflegen lassen in zukünftigen Modelle. Und dann kann eben vielleicht auch ein Bot den Vortrag von mir übernehmen und einfach mal sagen, was sind so die Basics, worauf sollte man fokussieren. Das Spannende wird halt sein, kann er dann auch kuratieren. Also das ist ja ein bisschen der Punkt. Also das eine ist ja einfach Wissen, was da ist, was hoffentlich geprüft und richtig ist, was dargestellt wird. Auf der anderen Seite dann eben dieses auch in den jeweiligen Kontext zu setzen. Und ich selber habe eben auch immer wieder ein bisschen Zeit gebraucht, muss ich sagen, weil welche Geschichte erzähle ich Ihnen? Sie haben ganz unterschiedliche und ihr ganz unterschiedliche Hintergründe. Der eine ist Experte, der andere hat eigentlich nur, dass er einen Rechner mal benutzen muss. Wir können auch fragen, wie alt ist Ihr Passwort? Also wann haben Sie das Passwort letztes Mal geändert? Und dann ist aber schon das Schwierige, es gibt eigentlich kein richtig oder falsch. Weil man geht in der neuen Forschung eigentlich davon aus, wenn das Passwort lang genug ist, ca. 14 Zeichen zum Beispiel, dann brauche ich es nicht halbjährlich ändern, weil ich kann es mir sowieso nicht mehr merken und der Rechner kann es aber auch nicht automatisch über Brute Force rausfinden. Wenn jetzt aber der Provider, den ich nutze, gehackt wurde und der das Passwort abgezogen hat, dann ist es sofort schlecht, dass es das noch gibt. Und das ist, glaube ich, das Schwierige in der aktuellen Situation. Zurück zur eigentlichen Frage. Klar, es sollte immer mehr kostenlose Inhalte geben, beziehungsweise frei verfügbare, aber ich glaube, an den Hochschulen haben wir da schon relativ viel. Und es liegt dann jedem Einzelnen, sich auch die Zeit zu nehmen, diese halt zu lesen oder anzuschauen. Mhm. Die nächste Frage ist, virtuelle Desktop-Infrastruktur, zum Beispiel für virtuelle Labore, Ihrer Meinung nach eine wichtige Technologie in den Hochschulen? Da gibt es so eine Wellenbewegung. Ist jetzt, sage ich mal, eher IT-Management aus meiner Sicht. Ich würde es jetzt nicht unter IT-Sicherheitsgesichtspunkten sehen. Ich kenne für beides Einsatzszenarien, also das ist irgendwie ein Thick-Client oder ein Thin-Client. Also die Idee ist ja von diesen virtuellen Desktop-Infrastrukturen, dass ich so tun kann, als ob ich wo arbeite, aber da einfach nur einen Bildschirm habe und so einen mega kleinen Rechner und die eigentliche Rechenpower ist im Hintergrund, so früher Mainframe-Ansatz. Und dafür gibt es interessante Modelle, die sind aber auch nicht alle ganz billig und teilweise ist es kostengünstiger, sage ich mal, auch einen normalen Rechner zu verwenden. Das kommt aber immer aufs Einsatzszenario an. Und eine Frage haben wir noch zu den digitalen IDs. Ist es möglich, dass jede Person eine besondere digitale ID in der Zukunft haben wird? Also nur eine oder mehr. Also das ist ja immer so ein bisschen die Frage, wer bin ich, wenn ja, wie viele? Da gab es ja auch schon Bücher dazu. Das ist ja eine heiße Diskussion weltweit. Also in anderen Ländern ist es eigentlich total normal, dass ich mich auch online oute, als eben zum Beispiel Johann Pongratz oder Hans Pongratz. In, sage ich mal, Deutschland ist es ja durchaus, wer darf was über mich wissen, wie lange darf was wissen oder sie, Datenschutz, Volkszählungsurteil und was wir alles hatten. Und momentan wird ja dem Staat da nicht vertraut. Also im Endeffekt, wir haben alle eine Steuer-ID, wie wir hier sitzen, wenn wir in Deutschland Steuer zahlen. Und jetzt ist ja gerade die Diskussion, soll diese Steuer-ID hergenommen werden, um eine Bürger-ID daraus zu machen. Das heißt, dass Sie sich damit auch gegenüber öffentlichen Stellen ausweisen können. Und das ist eine heiße Diskussion gerade. Und da müssen wir einfach mal gucken, wo die Reise hingeht. Ich kann mir für alles Vor- und Nachteile überlegen. Natürlich ist es so,
wir haben momentan keinen guten Papierprozess. Aber beim Papierprozess ist es so, dass das Fälschen sehr aufwendig ist. Also 1000 Postkarten zu schreiben ist wesentlich aufwendiger, als jetzt, sage ich mal, 1000 E-Mails zu schicken, weil bei 1000 E-Mails habe ich einfach ein Skript, was im Hintergrund läuft. Und wenn Sie Ihre Haustür daheim offen lassen, dann kann Ihre Nachbarin vielleicht verstehen oder Ihr Nachbar, aber es ist nicht die Welt. Und wenn Sie halt Ihren Rechner öffentlich ins Internet stellen, dann kann irgendjemand von irgendwoher darauf zugreifen. Und deswegen ist eben genau die Frage, Personalausweis, mit dem neuen Personalausweis können Sie sich ja zum Beispiel ausweisen, Stichwort Bund-ID, da gibt es gute Ansätze, aber eben noch kein flächendeckendes Commitment. Also ich glaube, das wird spannend sein, wo wollen wir da hin und wir können es ja selber mitgestalten. Das ist ja unsere Zukunft, unser digitales Leben. Und du hast dann zwei IDs, einmal als Hans, einmal als Johannes. Nur als die offizielle, nur als Johannes. Vielen Dank für deine Zeit und die Impulse. Wir machen jetzt eine kleine Pause und sind dann um 15.50 Uhr wieder da. Und in der Zeit würde ich Ihnen gerne nochmal das Netzwerkkarussell ans Herz legen. Prinzip von Chatroulette. Sie können sich da einloggen und werden automatisch mit einer Person verbunden, die Sie vielleicht sonst gar nicht kennengelernt hätten. Das macht auf jeden Fall Spaß. Das würde ich Ihnen empfehlen. Und für die, die hier präsent sind, möchte ich Ihnen noch ans Herz legen, den Experience Space, einmal hier über den Hof. Da gibt es eine Menge zu bestaunen. Die Jade Hochschule präsentiert dort, wie KI und Augmented Reality in der Architekturausbildung genutzt werden. Und da kann man zum Beispiel mal so eine Microsoft HoloLens ausprobieren und schauen, wie das in der Baubranche und Architektur genutzt wird. Macht Spaß, durfte ich mir auch schon angucken. Also das wäre meine Empfehlung. Und wir sehen uns dann hier auf der Mainstage wieder um 15.50 Uhr. Bis gleich.